Hallo. Ja, ich hatte gestern Nacht meine erste Schicht als Türsteher mal wieder, womit ich wieder angefangen habe, beziehungsweise wieder anfangen wollte. Und mir bis zum jetzigen Zeitpunkt, es ist gerade Sonntagabend, nicht sicher bin, ob ich das vielleicht wieder sein lassen sollte. In meiner aktuellen Lebenssituation ist es aus verschiedenen Gründen gerade für mich richtig, neben meiner Jiu-Jitsu-Schule und den Tätigkeiten, die aus dieser hervorgehen, noch einen Nebenjob zu machen. Einerseits halt, weil aufgrund der Expansion, die diese Schule gemacht hat, jetzt natürlich noch für eine längere Zeit noch angespannte finanzielle Phase sein wird. Und damit ein bisschen Nebeneinkommen gegenzuarbeiten, schadet natürlich nicht. Darüber hinaus bin ich jetzt seit 4 oder 5 Wochen wieder Single und merke am Wochenende eigentlich nur, in der Woche gar nicht. Da habe ich halt sehr viel zu tun. Dass ja, eine Beziehung halt auch echt was Schönes ist, wenn es einfach darum geht, mit einem Partner Zeit verbringen zu können, die man andernfalls sonst alleine gestalten müsste, was ich aktuell auch viel tue. Ich mache sehr viel alleine derzeit. Aber so ein Wochenende fühlt sich dann schon echt lange an. So, wenn hier am Samstag bei IPA um 14 Uhr die letzte Einheit endet und dann am Montag erst wieder um 10 Uhr was zu tun ist und ich einfach zwischendurch nur Freizeit habe, dann ist es zwar einerseits für die Erholung super gut, aber andererseits merke ich dann so, nach dem Samstagabend merke ich schon, okay, das war jetzt echt gut für die Erholung. Und auch für den Ausgleich. Gehe dann ins Bett und wach sonntags früh auf und habe den ganzen Tag und denke mir so, fuck, was mache ich jetzt? Und dann werden halt andere Nachteile von Single sein auch umso deutlicher, wie zum Beispiel eine Tendenz zur Einsamkeit oder ja, einfach ja, nichts mit sich anzufangen zu wissen. Naja, auf jeden Fall. Aus diesen beiden Gründen habe ich eine Tätigkeit aus der Vergangenheit, mit welcher ich bereits umfassende Erfahrungen gemacht habe, wieder hervorgekramt sozusagen und mir auf der Reeperbahn einen Arbeitgeber gesucht, der mich beschäftigen würde und auch ein ganz interessantes Profil darstellt. Die haben da verschiedenste Clubs, sodass ich auch nicht immer im selben arbeiten müsste, sondern durch die Häuser durchrotieren könnte. Das ist natürlich auch immer für die Abwechslung ganz gut. Und ja, war dann halt gestern Samstag, nachdem ich den ganzen Tag für mich hatte, nachdem um 14 Uhr, wie gesagt, die letzte Einheit geendet hatte, um 22:30 Uhr dort und habe bis 5 gearbeitet. Muss auch jetzt sagen, wo das Wochenende gerade zu Ende geht, dadurch, dass ich dann heute natürlich viel länger geschlafen habe, weil ich erst um 6 Uhr eingeschlafen bin, statt wie sonst am Samstag um 11, bin ich heute erst um 14 Uhr aufgewacht und das Wochenende ist jetzt schon wieder vorbei, einfach weil ich halt in der Nacht gearbeitet habe und dementsprechend mein Schlafrhythmus sich verschoben hat und die Langeweile war dieses Wochenende deutlich weniger zu spüren. Die Einsamkeit auch. Das Ding ist nur, dass diese Tätigkeit. Früher war das für mich das Geilste überhaupt. Als ich damit 2019 angefangen habe und dann bis zur Corona-Pandemie im März 2020 durchgehend jedes Wochenende, oftmals auch Freitag und Samstag plus noch jeden Feiertag, den es irgendwie gab, wo Clubbetrieb herrschte, das war so geil. Das war so reizvoll auf vielen Ebenen. Einerseits die, ja, diese Machtposition, die man natürlich auch in dem Moment hat, die am besten natürlich Vorbeugung und Deeskalation von Stress und Gewalt, aber auch die Gewalt, wenn sie dann ausbricht. Damals habe ich mich schon ziemlich gerne gekloppt, so. Die Aufmerksamkeit der Damen, angeflirtet zu werden, Handynummern zugesteckt zu bekommen und einfach so in diesem Nachtleben so mit drinnen zu sein, in dieser, wie gesagt, interessanten Machtpositionen, die man dann auch da gerade innehat. Das war für mich geil. Und
Ich muss jetzt sagen, so 5 Jahre später, im Alter von 32, ich bin echt alt geworden, habe ich das Gefühl. Erstmal ist mir das alles viel zu laut. Auch die Musik teilweise, die gespielt wird, denke ich mir so, boah, das ist doch einfach nur Krach. Das ist doch gar nicht schön. Ich will absolut nichts mit Gewalt zu tun haben. Dazu habe ich auch gleich noch eine Geschichte von heute Nacht. Und abgesehen davon, dass ich heute Nacht gar nicht großartig angeflirtet wurde, warum auch immer, habe ich da auch gar keinen Bock drauf, weil ich weiß, wie sinnlos das Ganze ist, dem dann nachzugehen. Und nee, das brauche ich nicht in meinem Leben. Ich habe mal geglaubt, das zu brauchen. Ich habe das auch sehr, sehr doll ausgelebt. Und irgendwann einfach nur noch gemerkt, erstens, es ist nicht so geil, wie es scheint. Zweitens, es ist auch echt langweilig auf Dauer. Und drittens, es macht einsam. Dann bin ich lieber alleine einsam, statt irgendwie in schlechter Gesellschaft. Auf jeden Fall war das heute Nacht einerseits ziemlich cool. Es war halt ein wirklich großer Betrieb. Ich würde sagen, 1000 Menschen waren drin. Vielleicht überschätze ich das gerade vollkommen, aber es ist eine Zahl, die ich schon mal gehört habe, die in diesem Haus schon mal sein kann. Und es war halt sehr voll. Es war wirklich sehr voll. Und mit einem Team von, ich glaube, wir waren zu siebend, ist dann auch eine interessante Möglichkeit der Zusammenarbeit gegeben. Ja, und ich bin an dem Abend so durch verschiedene Positionen durchgekommen. So, erst angefangen mit der einfachsten Position, wo man halt einfach nur kontrolliert, dass die Leute, die reingelassen wurden und an der Kasse bezahlt und dann einen Stempel erhalten haben, diesen auch wirklich bekommen haben, sodass man nochmal geguckt hat, bevor man sie komplett reinlässt, ob die auch wirklich bezahlt haben und einen Stempel bekommen haben. Dann irgendwann nach vorne, die Leute aus den Schlangen zu den jeweiligen Kollegen der Selektion gegeben und dann irgendwann die Selektion auch selbst vorgenommen. Und dann irgendwann reingeschickt worden und zu gucken, dass da nichts passiert. Ja, und wie so oft eigentlich ist es halt so, dass der Abend meistens, also wenn viel los ist, ist halt erstmal sehr viel zu tun. Man hat einfach, man muss unheimlich viele Menschen reinkriegen in den Club, weil viele kommen halt so zu Beginn. Und da muss man halt richtig so Abfertigung betreiben und hat auch wirklich richtig viel zu tun und die Zeit geht sehr gut rum. Und dann immer so ab zwei, halb drei, drei. Wenn man quasi sich schon langsam darauf vorbereitet, die Leute bald wieder rauszubekommen, aber noch eben ein, zwei, manchmal 3 Stunden vergehen müssen, ist es halt so, boah, da wünsche ich mir manchmal schon fast, dass irgendwo Schlägereien ausbrechen, einfach nur damit ich was zu tun habe. Weil sonst steht man da halt rum und guckt. Und ja, das ist dann die Kehrseite, dafür geht die Zeit so gar nicht. Und da ist man dann auch schon deutlich müder als vielleicht noch am Abend. Und wünscht sich eigentlich nur noch ins Bett zu können. Aber an sich war es ganz gut und ich bin auch relativ zufrieden. Es war halt aber auch eine, obwohl sehr viel los war, ruhige Nacht, einfach weil es, ich glaube, es gab zwei minimale Zwischenfälle. Den einen habe ich nur beobachtet. Da wurde versehentlich jemand reingelassen, der Hausverbot hatte. Und dann aber schon unmittelbar nachdem dieser reingelassen wurde, wurde das von einem anderen Kollegen bemerkt. Und dann musste der halt rausgebracht werden. Und das war jetzt. Da ist nichts passiert, aber da war halt minimal kurz so, oh, da passiert gleich was. Und dann das zweite Mal war tatsächlich was mit mir. Das war dann gegen Ende der Nacht, wo ich halt, wie gesagt, drinne war und auf einer Etage da die Aufsicht hatte und dann gesehen oder nee, gesagt bekommen habe von einem Kollegen des Servicepersonals, dass da jemand alles vollgekotzt hat. Das war echt schlimm. Also später habe ich es dann auch gemerkt, gesehen und gerochen vor allem. Das ganze Treppenhaus vollgekotzt, wirklich. Es war so schlimm. Und für den Rest des Abends konnte man im Prinzip nicht mehr durch das Treppenhaus durchlaufen, weil alles voller Kotze war und es stank auch so bestialisch. Also Magensäure, das riecht einfach nicht gut. Naja, und dann musste ich den halt rausbringen und aus dem fünften Stock nach unten in den Erdgeschoss. Gott sei Dank gibt es einen Fahrstuhl, weil ich habe schon mal jemanden vor 2, 3 Jahren oder so eine Treppe runtergebracht und dann ist der, das war nach einer Schlägerei, stark betrunken die Treppe runtergefallen. Obwohl ich gar nichts gemacht habe, ich habe ihn nicht mal angefasst. Und hat dann natürlich gleich gesagt: Oh, du hast mich geschubst, ich zeig dich an und so weiter, bla bla. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es da einen Fahrstuhl gibt und auch die Ansage lautet: Man bringt die Leute ausschließlich mit dem Fahrstuhl nach unten. Möglicherweise, um genau sowas
vorzubeugen, weil das ist halt auch sehr gefährlich. Da kann man sich halt natürlich sehr verletzen. Jedenfalls war es dann halt so, dass im Erdgeschoss war das so, die Leute müssen immer ihre Trinkbecher oder so, die dürfen die nicht mit rausnehmen. Da sollen wir beim Verlassen von Gästen immer darauf achten und die dann darauf ansprechen, weil der Club halt keinen Bock, sich ständig neue Gläser kaufen zu müssen. Die gehen wahrscheinlich schon oft genug kaputt. Wobei, das sind so Hartplastikgläser. Naja, auf jeden Fall war das dann halt so, der hat ein Getränk und dann meinte ich so, Becher bitte hier lassen. Dann meinte er, ja, ich will das noch austrinken. Und ich, anders als früher, wo ich halt erstens sehr streng war, aber zweitens auch jede Möglichkeit einer Eskalation manchmal schon so ein bisschen gerne angenommen habe, bin dann halt heutzutage im Alter von 32, wo ich keinen Bock auf Stress habe, halt so, ja, okay, komm, dann trink mal eben und dann gehen wir raus. Weil er hatte ja auch nichts Schlimmes gemacht, so, er hat gekotzt, also ist schon scheiße, aber er ist jetzt nicht so, als hätte er irgendwie ein schlimmes Verbrechen begangen, wo man dann viel böser mit dem hätte umgehen können, einfach, ja, weil es verdient hat. Deswegen meine ich dann so, okay, dann trinken wir aus und dann gehen wir raus, ne? Also wir standen quasi schon vorm Ausgang, aber noch nicht ganz. Dann fängt er an zu diskutieren, lässt sich mit dem Austrinken des Getränks auch reichlich Zeit. Und da merke ich schon so, das ist halt der Nachteil, wenn man das Prinzip nicht anwendet von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber FAFO, fuck around and find out. So operieren nämlich viele Securities. Türsteher und alle Leute aus der Sicherheitsbranche, oder viele zumindest, wenden dieses Prinzip an, ey, fuck around and find out. Und das endet auch dann nicht selten in Gewalt oder zumindest in Handgreiflichkeiten. Und es ist ja an sich auch nicht komplett verwerflich, jemanden, der dann, obwohl er die Ansage bekommen hat, jetzt die Räumlichkeiten zu verlassen, das ist ja auch etwas, was man darf. Also man hat ja das Hausrecht. Und wenn man dann sogar vom Dienstherrn da die Anweisung bekommt, dass der jetzt rausgeht, dann ist man auch befugt, das durchzusetzen. Und wenn der das halt nicht tun möchte, dann ist da schon mal jemanden anzupacken und nach draußen zu komplimentieren, ist jetzt nichts Abwegiges. Das Ding ist halt, bei sowas ist natürlich die Möglichkeit einer Eskalation gegeben. Und die wiederum bedeutet dann eben, dass man umso doller darauf reagieren müsste. Und da ich damit zahlreiche Erfahrungen habe und irgendwann auch einfach gemerkt habe, dass es anders geht, es dauert nur länger, weil die Leute halt, wie gesagt, anfangen zu diskutieren, mache ich das aktuell auch so. Es hat aber halt, wie gesagt, den Nachteil, dass manchmal die Leute einen gar nicht mehr so ernst nehmen. Weil, das ist nämlich das Ding, dieses Fuck Around and Find Out Prinzip ist halt einfach immer verbunden mit einer latenten Gewaltandrohung. Wenn du nicht tust, was ich dir sage, dann kriegst du aufs Maul. So funktionieren ja eigentlich auch, ja, Exekutivmächte, Polizei. So, das hat einen Grund, warum die bewaffnet sind. Und was würden die machen, wenn du deren Anweisungen nicht Folge leistest? Dann werden die körperlich. Weil sonst, es muss ja Konsequenzen geben. Und wenn ich quasi jetzt gerade in meiner ersten Nacht, und möglicherweise passe ich das in der nächsten Zeit, sollte ich mich entscheiden, wieder als Türsteher zu arbeiten, auch noch an, weil irgendwann wird es mir auch zu doof. Komme ich auch gleich noch zu. Weil sonst, ja, man wird dann halt da in Diskussionen verwickelt. Und letzten Endes war es dann so, ich habe dann gedacht, was mache ich jetzt? Packe ich den jetzt am Arm und befördere den hinaus. Das war ein junger Mann, der war zwar groß, aber relativ schlank. Okay, ich bin das gerade auch, aber das hätte ich schon locker machen können, sage ich mal. Behaupte ich jetzt einfach mal. Nur bevor ich das getan habe, war es dann echt so, ich dachte, was, wenn ich das jetzt tue, ihn anpacke, wer weiß, was daraus wird. Der war halt stark alkoholisiert. Wie gesagt, war ein junger Mann, der dann vielleicht auch sich, was weiß ich, wie angegriffen fühlen könnte dadurch. Und im schlimmsten Fall entsteht daraus ein Schlagabtausch, den er wahrscheinlich verlieren wird und dann da unten von mir auf den Boden gebracht wird und dann, was weiß ich, für Verletzungen davonträgt und dann auch noch eine Anzeige natürlich gegen mich stellen wird. Habe ich echt gedacht, nee, komm, das muss jetzt nicht sein. Und dann habe ich ihm das auch so gesagt. Hör zu, ich habe dir jetzt schon mehrmals gesagt, dass du gehen musst. Wenn du es nicht tust, dann wird das hier gleich körperlich werden. Und in der Vergangenheit habe ich eigentlich immer die Erfahrung gehabt, früher war ich aber auch deutlich muskulöser als heutzutage, heutzutage bin ich gerade sehr, sehr dünn, dass Leute, besonders jüngere Leute, das dann einfach akzeptiert haben, weil die Angst bekommen haben. Vielleicht hatte ich damals auch eine andere Aura, eine andere Ausstrahlung, einen anderen Tonfall.
weil ich damals einfach deutlich böser war auch, weil ich in mir drinne viel unzufriedener war, viel unausgeglichener, viel wütender. Und dann hat er das einfach nicht ernst genommen. Wo ich dann so dachte, ach du Scheiße, also entweder bin ich richtig verweichlicht oder ich habe diesen Job anscheinend nicht mehr drauf, weil der hat es nicht ernst genommen. Und dann musste ich letzten Endes die Androhung zur Wahrheit machen. Wo Gott sei Dank nichts draus geworden, also nichts Schlimmeres draus geworden ist. Ich habe ihn dann mit einem Arm gepackt und habe ihn ein bisschen geschoben so. Und dann hat es auch gecheckt, dass das jetzt passieren muss. Aber da habe ich dann auch den Nachteil meiner aktuellen Sanftmütigkeit festgestellt. Auch so bei der Selektion zum Beispiel. Die Leute fangen ja immer an zu diskutieren. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht schlimm, weil es macht Spaß, den Leuten irgendwas zu sagen, was auch übrigens die Wahrheit ist. So zum Beispiel in dem Moment war halt der Club schon derbe voll. Und ja, der Club hat ein Interesse daran, dass vor allem natürlich Frauen im Club sind, natürlich auch Männer. Aber Frauen, ohne Frauen im Club, gehen auch keine Männer rein, so. Und irgendwann hieß es dann halt so, wir lassen nur noch Frauen rein. Und dann wurde angefangen zu diskutieren, bla bla bla. Und ich finde es gar nicht schlimm, wenn ich die nicht innerhalb von einer Sekunde von mir wegbekomme, sondern meinetwegen auch 3, 4 Minuten mit denen da rede und mir das anhöre, weil ich finde das halt unterhaltsam. Ich muss da eh meine Stunden stehen. Dann kann ich auch interessante und teilweise ziemlich lustige Gespräche mit Leuten führen. Und das auch immer so ein bisschen als Psychologieübung zu sehen, zu gucken, wie kann man Leute. Am liebsten ist mein Ziel immer, sie am Ende zu überzeugen von dem, was ich gesagt habe und sie zum Verständnis für meine Position, meine Perspektive bekommen und gleichzeitig auch noch, dass sie das wirklich auch glauben, weil ich sage generell immer eigentlich immer die Wahrheit. Also es gibt auch diese typischen Türsteher-Ausreden, wo jeder weiß, dass es Ausreden sind. Die versuche ich eigentlich nicht anzuwenden. Ich sage den Leuten einfach die Wahrheit und versuche die immer respektvoll und wertschätzend zu behandeln, mit dem Ziel, dass es dann am Ende von den Leuten nicht nur eine Akzeptanz dafür gibt, sondern auch eine Einsicht dafür, dass das, was ich in dem Moment gerade tun muss, halt auch okay ist und dann man sich einen schönen Abend wünscht und friedlich und wertschätzend auseinandergeht. Ja, das ist aktuell so meine Herangehensweise und die hat auch einige Nachteile. Denn früher hat keiner mit mir diskutiert. Da bin ich halt notfalls einmal laut geworden. Oder habe auch notfalls eine Drohung ausgesprochen oder habe die auch notfalls dann ziemlich konsequent in die Tat umgesetzt. Und jetzt ist es halt so, nee. Weil wenn ich diesen Job jetzt nochmal machen sollte, dann, ich versuche ja im Leben immer weiterzukommen und mich weiterzuentwickeln, brauche ich nicht nochmal das, was ich alles schon erlebt habe, nochmal erleben. Weil das habe ich ja schon erlebt und da habe ich ja schon meine Erfahrungen und mein Wachstum daraus gezogen. Wenn, dann muss es jetzt anders sein. Frage ist, wird das so funktionieren und wird mir das Spaß machen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, früher habe ich das hart gefeiert. Einfach dieses Nachtleben, diese überall leicht bekleidete, reizvolle Damen um einen herum, die einen anflirten, Typen, mit denen man sich kloppen kann. Mit den Leuten aus dem Team zusammenzuarbeiten und sich darüber lustig zu machen, wie die ganzen Leute sich das zum Vollidioten machen im alkoholisierten Zustand, das ist alles nicht mehr so reizvoll. Also wenn ich das jetzt nochmal machen möchte, dann muss ich da meine neuen Reize finden. Sonst wird es langweilig und ich werde es nicht mögen. Mal schauen. Mal schauen, was daraus wird.